eine Show. Die Star Wars Show Deutsch. The Star Wars Show kommt ja und sendet immer nachts. Kriege ich eine E-Mail vom Original The Star Wars Show und wir produzieren die Star Wars Show in Deutsch. So, da viele gefragt haben, da so viele gefragt haben, warum mache ich das eigentlich? Ist klar, wenn man ein Filmemacher ist, aus dem Jahr 1966 schon, 75 angefangen, dann fragt man sich auch manchmal, warum mache ich das eigentlich? Ja, warum mache ich das eigentlich? Weil es mir erstens sehr viel Spaß macht und zweitens wir eine Firma sind und drittens wir nicht nur als Firma das machen, sondern wir begrüßen jetzt in diesem Moment alle Zuschauer, alle Gäste und natürlich alle Kunden. Und wir nennen uns Ultra HD Web TV und wir sind der Sondersender NRW TV mit diversen Formaten. Die Formaten, wir sind die ersten mit bei YouTube seit 1995 bei der Cebit und seitdem machen wir Web TV. Ja, der YouTube-Kanal ist ja jetzt seit dem 1. Oktober durch ARD, durch ZDF nun auch mit 50 Formaten dort vertreten. Wir nennen uns User, so war das früher. Wir waren mit AOL und mit ICQ waren wir an unserem PC in Pentium P90. Ja, PC Pentium P90, das war damals, davor C64, davor den Amiga, davor den Atari 1040. Also eine sehr lange Zeit. Wie gesagt, wir nennen uns Ultra HD Web TV, weil wir nun mal mit Ultra HD 4K arbeiten. Ja, wie man unschwer kennt, ist man, ja, was ist man? Generation 55 plus und Generation 65 plus, die wollen wir natürlich sehr gerne und sehr recht herzlich begrüßen, weil Harrison Ford da hinten, ja, Harrison Ford da hinten ist schon über 70, ja, und die anderen 65, sogar der Chef persönlich, George Lucas, ist über 70, ja, so sieht's aus. So, ich begrüße alle Zuschauer, ich begrüße alle Kunden. Und jetzt kommt, ich habe einen Special Guest, einen Special Gast habe ich da. Ja, dieser Gast kann sogar sprechen. Für die Englischsprachigen unter uns. Welcome to the show, welcome to the Pleasure Dome, welcome to the Star Wars Show. So, wie gesagt, die junge Dame dort ist jetzt stellvertretend für eine Person, die da stehen könnte, die auch, wie gesagt, sprechen kann. Nicht nur im Original sprechen kann, nein, auch richtig sprechen kann. So, ein Synonym. Das bedeutet, jeder Kunde, jeder Gast, ja, hier könnt ihr eure eigenen Filme produzieren. Weil wir haben Blue Room, wir haben Green Room, wir haben das Copy House und wir haben das Medienhaus. Und wie gesagt, die junge Dame kann sprechen. Richtig, ne? Also, das war ja Awaken. Wir haben ja extra diese Show ins Leben gerufen, weil Walt Disney gesagt hat, es geht unendlich weiter. Ne? Leben kann man auch, genau. Sprechen kann man auch. Okay, das war jetzt natürlich ein Riesenspaß, den wir uns gerade gegönnt haben. Wie gesagt, jeder kann aus dem Alter 6 plus, 12 plus, aber da wir gefragt wurden, 6 plus und 12 plus, ihr müsst natürlich vorher die Eltern fragen. Wir sind eine waschechte Firma und hier muss alles rechtens sein. Hier wird das deutsche Recht in der Präambel immer noch groß gehalten, weil es muss so sein. Also an alle Zuschauer 6 plus, 12 plus, die unsere Gäste sind, auch unsere Kunden sind, die gestern einiges hier schon gekauft haben. Wir wurden gefragt, wo ist denn der Kopf? Nun, der Kopf ist jetzt an dieser Figur. Da ist der Kopf. Dieser Kopf war ja hier mal drapiert. Das war ja mal hier. So, das ist nicht Kylo Ren. Kylo Ren ist da hinten, aber der kommt noch. Das dauert. Das ist aus Old Republic. Also dieser ist aus Old Republic. Und diese Dame dort kann nun mal sprechen. Das sind natürlich die Masken, die man auch kaufen kann. Natürlich kann man alles kaufen. Okay. Die Show, diese Show, Deutsch, Star Wars Show Deutsch, ist und bleibt
eine Geschichte, die sich entwickelt und 2017 weiterhin im Fernsehen zu sehen ist. Viele stehen hier und sehen den Fernseher. Ja, das ist Fernsehen, Web-TV. ARD, ZDF hat es endlich auch verstanden, damit on air zu gehen, wie wir es schon lange machen. Früher hieß es 7load, Kiwigo, Dailymotion, MyVideo und Clipfish. Da durften wir. Wir durften dort arbeiten. Wir durften das machen. Heute macht Clipfish unter RTL Schrägstrich, weil es wird alles verkauft. Also an alle Zuschauer, an alle Gäste und vor allen Dingen an alle Kunden. Internet verkauft sich so schnell können wir gar nicht hinterher jumpen. Das geht gar nicht, können wir gar nicht hinterher rennen, das ist überhaupt nicht möglich. So, an alle Kunden, wenn man hier reinkommt, sage ich immer, wir sind ja nicht Amerika, das hier ist ein Smartphone. Ja, Sie sind in einem Smartphone und ich bin der Android. Ja, ich helfe da, dieser komische kleine Roboter, der da als Software hier durch die Gegend hüpft. Eine menschliche Software. Weil wir gehören zur Industrie 4.0. Wir sind total vernetzt. Wir hätten jetzt dieses Video absolut live senden können mit der jungen Dame, die auch sprechen kann. Okay, also wie gesagt, diesen Spaß haben wir uns gerade gegönnt. Das heißt also, an alle Jugendlichen, ja, ihr könnt mitmachen ab 6 plus, aber Mama, Papa müssen vorher unterschreiben, dass das alles rechtens ist, auch ab 12 plus, ja, auch das. Die Show entwickelt sich, das heißt also, in dieser Show kann jeder mitmachen, jeder, alle Altersgruppen von 0 bis 00, also von 0 bis 100, von der Wiege bis zur Ware, Formulare, ja, ist halt so, ohne Formulare geht leider nichts. So, das war jetzt so eine kleine... Also es sind so viele Fragen, ich kann alles gar nicht beantworten. Lasst euch bitte, bitte überraschen. Es kommen Gäste, es kommen wirklich Gäste aus Medien, TV, Rundfunk. Die kommen, also Künstler aus allen Sparten werden erscheinen und werden, also das Ganze wird ja noch. Wir wollen euch ja nicht unbedingt was verkaufen, wir wollen ja darüber sprechen, wir wollen über die Maske sprechen. Versteht ihr die Maske, weil die kann auch sprechen. Ja, wie gesagt, wir wollen also darüber sprechen, ob so eine Maske Sinn macht. An alle Cosplay, ja, Cosplay, da begrüßen natürlich auch den Matthias. Er wartet auf seine Cosplay-Geschichte, denn er möchte, wie gesagt, Reven, mit E geschrieben, nicht mit A, ist kein Rabe. Reven und Nilius, die beiden sind ja die, also vor 4.500 Jahren, bevor alles angefangen hat bei Star Wars, waren die ja an sich. Und die gehören natürlich zu Old Republic. Wenn Nilius ist, werde ich einblenden. Wie gesagt, er wartet auf sein Paket und er macht mit. Auf diesem Wege möchte ich auch ihn begrüßen. Und ja, es bleibt alles so wie besprochen. Kein Thema. Ne? Also wie gesagt, das ist ein Cosplay-Kostüm, was man auch hier erwerben könnte. Aber wir wollen ja darüber sprechen. Erwerben kann man alles, das ist überhaupt kein Thema. Nur wir reißen jetzt nichts von der Wand, um da irgendwas verkaufen zu wollen. Wir könnten es versuchen zu besorgen. Also alles, was nicht in dieser Kulisse mehr gebraucht wird, kann gekauft werden. Es ist Kulisse, es soll dienlich sein für den Film, es soll dienlich sein für die Interpreten, die da erscheinen werden, aus Kunst aller Couleur, Kunst aus allen Sparten werden hier erscheinen. Schauspieler, Musiker, ja, ist eine Menge. Ne? Okay, ja, wie gesagt, meine lieben Freunde in dem Alter 6 plus und 12 plus, ihr könnt mitmachen. Wie gesagt, noch einmal zum Abschluss, immer müssen die Eltern unterschreiben. Auch die Künstler müssen unterschreiben, muss alles im Recht bleiben. Richtig, man kann auch damit Geld verdienen, wie, wo, was, reinkommen, fragen oder uns anfragen, kein Thema. Wir zahlen natürlich Tarif, wir sind ja nun mal eine Firma und geht nicht anders. Es wird Tarif bezahlt, auch die junge Dame wird bezahlt und die Mama hat unterschrieben, sonst hätte das nicht jetzt geklappt. Ne? Ja, sie kann also immer noch sprechen. Ja, sie kann also immer noch sprechen. Also wie gesagt, ich brauche jetzt nicht auf Karibik 5 verweisen, kommt ja auch im Mai 2017. Es geht ja jetzt um Rogue One. Natürlich werden jetzt auch die richtigen Figuren schon besorgt.
Wir haben ja mit vielen schon gesprochen, um an die Rogue One-Figuren zu kommen. Kann jetzt an meinem Alter liegen, seid mir bitte nicht böse, aber die sehen verdammt schlecht aus, also sind verdammt schlecht verarbeitet. Und alles, was schlecht verarbeitet ist, wollen wir nicht haben. Wir wollen also Sachen haben, frisch aus Amerika, frisch aus England, die auch dementsprechend nach etwas aussehen. Am liebsten Unlimited. Unlimited sind einmal die junge Dame da in die Kamera und einmal natürlich ich das in die Kamera. Ich wechsle gleich. Na? Also, das ist hier Limited Edition. Viele kennen ihn auch von Old Republic. Ja? Also wir möchten halt haben Limited Edition, das bedeutet, dass es nur 1000, 2000 oder 4000 gibt. Wie einiges, ne? So, wir haben Figuren da, die gibt es nur 1000 Mal. So, und das sind halt Sammlerstücke, die man sich dann... Und wir wollen auch die Ware an sich nur zu Weihnachten anbieten, weil da macht es Sinn. Wir haben ja viele Figuren, wir haben ja auch außergewöhnliche Figuren da, die so außergewöhnlich sind, dass ich jetzt gar nicht erwähnen darf. So außergewöhnlich sind sie. Ich hatte gerade einige Nachfragen nach Horrorfiguren. Natürlich können wir alle Figuren besorgen. Also wir haben ja das Filmfigurentheater. Wir haben eine Menge. Wir haben wirklich eine Menge. Das ist nun mal eine Medien- und Copy-Firma. Also es ist eine große Firma, die viele Sachen hat, auch viele Studios hat. Aber wie gesagt, das kann man ja nicht alles immer auf einen Punkt bringen. Es kommt immer aufs Thema an. Braucht man eine große Geschichte, müssen wir ins große Studio. Braucht man eine kleine Geschichte, geht man ins kleine Studio. So, das sind natürlich so Sachen, die da auch berücksichtigt werden müssen. Also wie gesagt, das ist eine Sonderfigur. Ich tausche jetzt mit Commando Ray, Commando Bly. Commando Bly gibt es nur 1500 Mal, diese Figur. Diese Figur gibt es nur 1500 Mal. Ich bin froh, dass ich die Nummer 789 erworben habe. Der Preis ist heiß, das ist richtig. Alle Sonderfiguren haben ihren Preis. Und darauf haben wir uns spezialisiert. Wir haben uns spezialisiert auf Figuren, die es nicht so oft gibt. Ja, jetzt tauschen wir mal beide. Den da hin und den da hin. Ja, Alter. Festhalten. So, Amidala. Amidala. Ja? Diese junge Dame, da als Bustier, so als Mini, die gibt es nur 1000 Mal. Die gibt es nur 1000 Mal auf diesem Planeten. An die jüngeren, 6- und 12-Jährigen. 1000 Mal auf dem Planeten Erde. Ja? Schickt ihr den zum Mond, dann wäre das die erste Figur auf dem Mond. Scherz muss sein. So, und dann haben wir natürlich so eine Luke Skywalker Limited Edition Manuette. Ja, auch Limited Edition. Ist nicht jedermanns Sache, weil sie sieht so zeichentrickmäßig aus. Und die gibt es, muss ich mal reingucken. Die gibt es nur 4500 Mal. Da gibt es immer so ein Kärtchen bei, das ist das Original. 4500 Mal gibt es nur diese Figur. So, und warum haben wir diese Figuren? Weil demnächst hier Schauspieler aus Tatort, aus Alarm Cobra 11, aus, ach, wo die alle herkommen. Lasst euch einfach überraschen. Also weil gewisse Stars und Sternchen aus der Medienwelt extra aus Köln hier anreisen und wir dann hier drehen und die werden dann über diese Figuren sprechen. Ja? Deswegen haben wir die. Die Star Wars Show ist nicht nur über Star Wars, sondern auch Filmfigurentheater. Filmfigurentheater hat ja auch aus dieser 24-Stunden-Geschichte Jack Bauer. Jack Bauer war aus dem Film 24, also ne, für diese sogenannten 24 Stunden, da haben ja auch schon viele den sogenannten Klingelton. Ne, den Klingelton haben auch einige schon sich runtergeladen. Gut, die Serie ist jetzt abgelaufen, viele kennen diese Figur gar nicht mehr, Jack Bauer, aber einige wissen, wer Jack Bauer war. Vor allem die Jugendlichen, 6 und 12 ist klar, ab
12 plus, ich glaube nicht, ob ihr die Serie gesehen habt mit Jack Bauer. Das ist wieder die Gruppe 45, 55, 65 plus. Somit haben wir alle Altersgruppen von 0 bis 00 abgegolten. Das ist so der Inhalt. Also was wir richtig machen, das werden wir noch erzählen. Aber ich bin gerade vor ein paar Minuten so oft gefragt worden, warum machst du das? Also erstens, weil wir in der Firma sind, zweitens, weil wir es können, drittens, weil wir es gelernt haben und viertens, weil wir es wollen und fünftens, weil es unheimlich viel Spaß macht, weil die junge Lady kann nämlich sprengen. So, total recht herzlich willkommen bei der Show. Jeder kann mitmachen, wer Lust und Laune hat. Wir suchen ja noch Komparsen, wir suchen ja noch Moderatoren. Wir denken uns vielleicht die Geschichten aus. Wir wollen ja nicht wie das Original The Star Wars Show, weil The Star Wars Show will ja nun mal verkaufen, gehört nun mal zu Disney. Disney hat eine Untergruppe von The Rebels. Ich glaube, da habe ich auch noch eine Figur irgendwo rumschwirren. Ja, genau. Ja, der andere ist gerade ab. Ich habe. Okay. The Rebels. No. Ich muss mal auf die Scheinwerfer achten. Das ist auch nur ein spontan Video. Alle, die es jetzt hier im Fernseher sehen, alle, die hier reinkommen, hier vor Ort ist stumm. Sonst schreit die GEMA wieder, die will wieder Geld haben. Ihr kennt das ja. Hier bei euch persönlich auf der Leinwand in eurem TV, da könnt ihr uns sprechen hören. Wir werden eine Menge machen. Ach ja, also was auf euch alles zukommt, ist eine Menge. Wir würden uns tierisch freuen, wenn ihr dabei seid, wenn ihr Lust und Laune habt, wie gesagt, selber dabei seid. Ihr dürft ja, das ist ja das erste Smartphone, wo man hineinkriechen kann. So müsst ihr euch das vorstellen. Ihr kriecht sozusagen in ein Smartphone rein, ihr könnt hier ins Internet Bilder machen, ihr könnt die Stars, Sternchen und so weiter. Und wenn die richtigen Schauspieler Lust haben, live hier zu sein, könnt ihr die sogar live hier, ja, live hier treffen. Aber da schauen wir mal. Weil so ein Schauspieler hat nicht immer Zeit und kann nicht dauernd hier warten, dass die Leute da erscheinen, um irgendwelche Autogramme haben zu wollen, weil sehr viele ja hier auch arbeiten. Hier wird nun mal gearbeitet. Auch wenn wir eine Show machen. Wenn wir eine Show machen, dann machen wir die natürlich ohne Publikum, nur mit Gästen, auserwählten Gästen. Man kann hier Gast sein, richtig. Man kann hier bei der Show dabei sein. Man kann hier schnuppern, man kann hier Backstage sich das Ganze anschauen, ist überhaupt kein Thema. Müsst ihr uns ansprechen, wird unten eingeblendet. So geht's. Und wieso wir darüber kann sprechen? Ja, ich bin der Commander. Ja, oh, mein Commander. Ja, da ist also wie gesagt Rebels. Und es ist immer so eine Sache, hier das einzufangen. So, ja. Wie gesagt, diese The Star Wars Show, die Originale, spricht über die Figuren. Und ist natürlich mit den Live-Interpreten, mit den Live-Schauspielern, die, also wir machen eine deutsche, so in Star Wars ist nun mal nicht deutsch. Bei Star Wars spielt auch keine deutsche Person mit. Und darum können wir natürlich, oder wollen auch nicht, mit den Englischen oder Amerikanern, vielleicht können wir das mal übersetzen vielleicht. Vielleicht setzen wir uns hin, übersetzen das, was die da sprechen, weil viele nicht der Sprache Englisch mächtig sind. Ja, das ist so. Ne? So, ich bedanke mich total recht herzlich, dass die junge Dame da gesprochen hat, die immer noch sprechen kann. Und wie gesagt, die junge Dame ist nun mal dafür da, dass, wie gesagt, jemand an meiner Seite moderiert, ob eine junge Person moderiert, eine ältere Person moderiert. Das entscheidet der Kunde, das entscheidet der Zuschauer, das entscheidet der Gast. Wir wollen euch eine tolle, witzige, spritzige, lustige Geschichte erstellen. Wir möchten euch das näher bringen. Wie gesagt, wir sind besuchsfähig von 9:30 bis 17:30 Uhr jeden Tag. Durchgehend geöffnet kann man hier in dieses sogenannte begehbare Smartphone vorbeikommen. Ja, und alle, die jetzt mal wieder an der Theke stehen und dann fragen, sind sie das? Ja, wie man sieht, bin ich es. Auch hier in den ganzen Monitoren zu sehen. Wir machen die Show, wir denken uns das Ganze aus und mal schauen, was dabei rauskommt. Ich begrüße am Sonntag zum ersten Mal jemanden, den ich dann hier vorstellen werde. Ich begrüße und sage Grüße
zu München, wo der junge Mann immer noch auf sein Paket wartet, auf sein Cosplay-Kostüm Nereus. Die Sachen werden alle in Amerika hergestellt, kann man auch in China. Wer Lust hat, wuselt mal bei Google, gibt ein Old Republic Cosplay-Kostüm oder geht nach Armor. Den erkläre ich aber dann auch, Armor Web. Die Amerikaner. Man kann also mit den Amerikanern korrespondieren und kann ihnen sagen, hör mal, ich hätte gern so ein Kostüm, kostet so um 700, 800, 900 Dollar. Mit Porto, mit Case und mit Zoll. Hin und wieder kommt obendran noch Zoll dazu, dann kann man schon mal erschrecken, wenn der Zoll plötzlich auch noch mal Geld haben will. Ist uns also auch schon passiert. Also wir haben in Amerika für 29 Dollar eine Figur gekauft, die uns nachher mit allem drum und dran 109 Dollar kam. Also darüber werden wir auch noch sprechen. Das Einkaufen in Amerika, so einfach ist es nicht. Dann lieber über England oder in England kaufen. Da gibt es Zweigstellen der Amerikaner. Dann kann man die Figuren bzw. auch die Kostüme dort erwerben. So, das war's. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke, dass die junge Dame sprechen konnte. Apropos sprechen konnte. Wie fandet ihr denn? Das machen wir nämlich auch. Wir fragen nach den Figuren. Wie fandet ihr denn The General, also den General? Ja, wie kam denn die Figur überhaupt rüber? Hat diese Figur euch überhaupt gefallen? Ja, ja genau. Genau, das können wir nochmal hier machen. So, die junge Dame ist der General. Ja, und hier sind sie alle, wunderbar zu sehen, ohne Blendung. So, das waren die Hauptdarsteller von Awaken. Ja, Erwachen der Macht. Über Erwachen der Macht brauchen wir gar nicht mehr sprechen, weil Erwachen der Macht ist gelaufen. Wir warten jetzt auf 8, wir warten auf 9. Aber jetzt warten wir 70 Tage, 68 Tage nur noch. Also an dem Drehtag 68 Tage, also noch ein paar Tage, ein paar Wochen. Dann kommt Rogue One ins Kino und wir werden natürlich, da darfst du nicken, ne? Da gehen wir natürlich rein, ist klar, ne? Und die Familie geht dann da rein, darüber werden wir natürlich auch berichten, ne? Es ist richtig, alles ist erwerbbar, auch die großen und die super teuren Figuren sind erwerbbar, die kann man kaufen. Aber zuerst brauchen wir sie halt als Kulisse. Wir wollen ja auch darüber sprechen, wir wollen uns über die Figuren unterhalten. Also wie gesagt, schaltet ein. Kommt eine Menge auf euch zu, okay? So, und wir sagen jetzt Tschüss.